Es gibt drei Arten von Menschen. Die einen Menschen werden die gewaltigste Belohnung bei Allah Azza wa Jalla bekommen, bei ihren Ibadat, wenn sie klassische Ibadat machen, wie Koran lesen, Dhikr und so weiter und so fort. Und Dinge, wenn sie sie vom Leben machen, wie Essen, Trinken und was wir besprochen haben. Du wirst belohnt dafür, wenn deine Absicht für Allah Azza wa Jalla ist. Und diese Leute haben nur die Absicht für Allah Azza wa Jalla. Sie bekommen den gewaltigsten Lohn bei Allah Azza wa Jalla. Dann gibt es andere Leute, alles, was sie machen, ist für sich und für ihren Nutzen und für die Dunya. Diese Leute werden bestraft bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla sagt, man kana yuridu al-ajila, ajjalna lahu fiha ma nasha, liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam. Und wer die Dunya begehrt, so werden wir ihm davon geben, so viel er will, wem er will. Danach wird er aber Jahannam ausgesetzt. Yachi, du darfst doch essen und trinken. Aber bist du nicht dankbar gegenüber Allah Azza wa Jalla? Yachi, du darfst Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise in diesem Leben entgegentreten. Kein Problem, mach viele Dinge, aber sei dankbar gegenüber Allah Azza wa Jalla. Bete ihn an und verstehe, dass Allah Azza wa Jalla von dir nur eins möchte, dass du deinen Islam lebst. Mehr möchte Allah Azza wa Jalla nicht von dir. Gehören nicht Allah die Himmel und die Erde. Ihm gehört alles, subhanahu wa ta'ala. Aber diese Leute sind nicht dankbar. Sie beten Allah nicht an. Sie möchten von der Versorgung Allahs haben. Aber sie verleugnen Allah azza wa jal. Das sind die Leute, die am meisten verlieren werden. Und ich mache eine Klammer auf, Klammer zu. Es gibt Geschwister, liebe Geschwister, die auch manche Ibadat machen, nicht für Allah, sondern für sich. Wie? Er fastet, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, dass das eine Anbetung ist, sondern er fastet aus welchem Grund zum Beispiel? Zum Abnehmen. Er wird dafür nicht belohnt werden. Einer spendet, aber nicht, dass er Allah subhanahu wa ta'ala eine Sadaqa gibt, sondern er spendet aus einem einzigen Grund, weil er weiß, dass diejenigen, die spenden, mehr bekommen werden. Hat er gespendet für Allah subhanahu wa ta'ala? Antwort nein. Einer, er sagt den Leuten, möchte nicht jemand mich schicken, damit ich den Hajj für den und den vollziehen kann und gib mir Geld dafür. Der vollzieht nicht den Hajj für die Person, damit er auch belohnt wird, sondern er macht das für die eigene Tasche. Manche haben sogar im Krieg gekämpft, nicht damit sie von Allah Azza wa Jalla Belohnung bekommen, sondern wegen der Ghanima, wegen der Kriegsbeute. Subhanallah. Was sind das für Gedanken, liebe Geschwister, die diese Leute haben? Manche Leute machen nicht Istighfar, das heißt Allah um Vergebung bitten, dass sie von Allah Azza wa Jalla Belohnung bekommen und ihnen vergeben wird. Nein, sie machen das, damit sie etwas von der Dunya bekommen. Das stimmt, wer Istighfar macht, Allah um Vergebung bittet, Astaghfirullah wa atubu ilayh, Astaghfirullah wa atubu ilayh, so wird er Dinge von der Dunya bekommen. Aber was ist deine Absicht? Dass du etwas von der Dunya bekommst oder ist deine Absicht, dass du die Vergebung bekommst? Die Vergebung, liebe Geschwister, daher ist der großartige Unterschied, dass wenn wir sagen, wir machen eine Ibadah, dann machen wir sie für Allah, nicht zu unserem Nutzen. Wir haben sowieso weitere Nutzen, mit Sicherheit. Aber das ist nicht unser grundlegender Gedanke, sondern unser grundlegender Gedanke, unsere Absicht ist, dass wir das für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und dann wirst du auch den höchstmöglichen Lohn bekommen. Und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, wir haben gehört, die ersten machen nichts für Allah, sie sind undankbar. Und die anderen, jede Art und Weise, machen sie für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es eine dritte Gruppe, die wollen beides miteinander mischen. Was denkt ihr, werden sie belohnt von Allah azza wa jal? Er sagt zwar, meine Sadaqa war für Allah, aber ich möchte auch Gesundheit erfahren. Weil ihr wisst ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer krank ist, so soll er eine Sadaqa geben, damit er geheilt wird. Das stimmt. Das ist Dunya. Okay, aus welchem Grund hat er die Sadaqa gegeben? Damit er geheilt wird. Wird er belohnt? Nach eurer Meinung? Wird er belohnt? Hat er das für Allah gemacht oder für einen Nutzen? Für einen Nutzen. Deswegen, er soll hier keine großartige Hoffnung haben. Hätte er aber diese Sadaqa gegeben für Allah, ganz gleich, was mit ihm weiter passiert, er weiß doch, dass Allah azza wa jalla seine Absichten kennt, dann hätte er dieses Gut geschrieben bekommen von Allah azza wa jalla. Deswegen, ja, Ikhwa, im Vordergrund steht immer Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz gleich, was wir im Leben machen, ob es beim Essen, beim Trinken, beim Anziehen ist, dass wir auch nur das anziehen, was Allah wohlgefällig ist. Selbst dafür werden wir belohnt werden. Dass wenn wir etwas anziehen, dass wir ein Bittgebet sprechen, Allah wird uns unsere Sünden damit vergeben.
Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer zum Guten führen. Möge Allah azza wa jal unser ganzes Leben für Allah azza wa jal leben lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von dem geraden Weg abweichen lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben.